Hello, hello, hello. Sorry wegen gestern. Da hat's mich zerlegt. Aber heute geht's wieder auf Pressure. Ja, und heute spielen wir Asgard. Ich will aber noch ein paar Sachen testen. Und zwar habe ich jetzt dieses Blurb integriert. Und das müssen wir doch mal testen, wie gut das Ganze funktioniert. Eigentlich sollte da jetzt was kommen. Okay, das funktioniert. Noch nicht so gut. Okay. Dann testen wir noch was anderes. Kann ich das Monitoring irgendwie leise stellen? Okay, das funktioniert noch nicht. So, nochmal. Okay.
Ja, das funktioniert ja einigermaßen gut. So, die einzige Frage ist dann... Okay. B. Also, ups. Hi! Das hat echt gut geklappt. Sauber. Hi! Ja, ich habe hier dieses Blurb mal integriert. Okay, Auge Odins bauen. Wir noch Stöcker. Oh. Glückwunsch! Musstest du da jetzt ausziehen oder wurde dir was Neues zur Verfügung gestellt? Das war dieses Hallo, Hallo, Hallo. Das müsstest du eigentlich gehört haben. Moment, das testen wir doch mal. Weil ich habe es noch nie im Livestream getestet. Ah, doch, es kommt. Aber sehr leise. Ja, ich teste gerade. Moment. Machen wir das nochmal. Hallo, hallo, hallo.
Ah. Jetzt war laut genug, oder? Da ist dann auch sowas wie... Dann ist auch sowas lustiger. Okay, das hat geklappt. Sauber. Also, du hast dir jetzt eine neue Wohnung gesucht. Bei dem Vermieter wundert mich das jetzt wirklich nicht. Lass mich raten, der hat zu dir gesagt, ja, Pech gehabt, dann guck einfach weiter. Und er macht da nichts oder sowas. Ja, finde ich gut. Ja, es muss ja auch vernünftig eingestellt sein, ne? Wäre ja langweilig, wenn ihr da so ganz leise im Hintergrund... Hallo? Aber der Shot sollte ja jetzt laut genug sein. Der ist lauter als der Stream. Oh oh. Ja. B. Oh, ich brauche noch Holz. So ganz gut. Ich habe nur geschlafen. Ich habe, mir heute spontan Überstunden freigenommen, weil ich noch nicht fit war von gestern, aber auch nicht krank. So, kann man das so sagen? Also habe ich mir Überstunden freigenommen, einfach nochmal ein bisschen wieder fit werden und ja, das hat super funktioniert. Ich habe bis vor eine Stunde im Bett gelegen und mich versucht zu erholen. Das war sehr gut. Ja. Ja, das Problem war halt wirklich, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, was Samstag passiert ist, aber übelst müde, übelst fertig. Dann auch noch mir das Leben aus dem Hals gekotzt. Einfach random. Und danach ging es mir aber trotzdem gut und total komisch. Na, deswegen habe ich halt gesagt, ey, nicht, dass ich mir hier irgendwas zum Teil eingefangen habe oder so.
lieber eben eine Runde zu Hause bleiben und erholen als. Oh. Ja, als krank irgendwie auf die Arbeit zu gehen, worauf ich noch weniger Bock hätte. Ups. Oh ne, keine Stöcke. Ah, oh, noch einen, okay. So, und wie halte ich das Schild hoch? Cemetery, oh. Okay. Müssen wir nur aufpassen? Oh oh. Dann laufen wir hier schnell weg. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Hier war doch irgendwo was zu trinken. Ah, da ist nichts drin, okay. Oh. Falsche Waffe ausgewählt, was ein Scheiß. Kann ich, wenn ich im Zelt schlafe, mich erholen?
Oh ja. Zwar sehr langsam, aber es funktioniert. Halli, hallo, hallöle. Steine brauchen wir noch. So. Mich würde eher interessieren, wie kann ich mich heilen? Ich will jetzt hier nicht... liegen bleiben und... Ha, okay. Sorry, ich spiele Asgard. Das ist so ein bisschen wie Valheim, würde ich sagen. Sehr interessant auf jeden Fall. Und macht sehr viel Laune, bis jetzt. Und das Ziel ist es anscheinend, irgendwie ein Wikingerdorf aufzubauen. Aber mehr weiß ich auch noch nicht. So, die Questführung ist noch nicht so nice. Zum Beispiel habe ich keine Ahnung, wie ich mich heilen soll. Man
kann zwar Sachen essen, aber ja. So recht steige ich da noch nicht durch. Ja, das ist, glaube ich, am 20. Moment. Hier ist einmal der Steam-Link. Und ich glaube, das ist in Early Access gegangen am 20. Juni, also letzten Monat. Große Steine. Show. So, was weiß ich. Oh, Jotunblatt. Damit ich. Okay. Ah. Okay. Oh, 10 Minuten bis zur Ankunft. Okay.
Guten Abend. Und wieso habe ich die dunkle Seite der Macht besucht? Oh. Oh mein Gott. Ach, oh mein Gott. Ja, nicht so schnell suchen ist, hast du recht. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Gott, oh Gott, oh Gott. Na, wie geht's dir denn? Oh ja. Ja, die dunkle Macht hat sich verdoppelt. Und ja, warm ist es wirklich. Aber ich habe was für dich vorbereitet. Nur ich weiß gerade nicht, warum die Redeem-Time so komisch ist. Nee, das wurde noch nicht gestartet. Eigentlich sollte da was kommen.
Moment. Ah. Yep. Ich kann leider nur den Sound für alles oder nichts leise stellen. Lala, was genau meinst du? What the fuck? Ja, der kommt ja von der Internetseite und nicht von mir. Okay, das ist als Geist wiederbeleben. Ich weiß nicht, ob ich die... Also das mit den lokalen Sounds habe ich noch nicht gefunden, weil das ist eine Internetseite, die das einfach abspielt.
Ja, ich auch. Also aktuell kann ich hier wirklich nur Sachen auswählen. Naja, ich habe sie jetzt runtergedreht um 10 dB. Oh, verdammt. Achtung, ich werde es jetzt nochmal starten, einfach nur zum Testen, ob das jetzt für euch leiser ist. Für mich bleibt es gleich laut. Okay, gut. Also für mich ist es gleich laut, für euch ist es leiser. So. Ich komme jetzt hier nicht raus. Ich muss jetzt warten, bis ich sterbe. Nee, alles gut, Lala. Für mich bleibt es ja gleich laut. Ich hab's ja nur für euch runtergedreht. Ich hab gestern mega die Kopfschmerzen gehabt. Und da war mir irgendwie schlecht und dann habe ich gekotzt und dann habe ich mich entschieden, heute wird nicht gestreamt. Und ja, genau, das war eigentlich alles. Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, das Hauptproblem lag eigentlich daran, dass ich von Samstag auf Sonntag auf dem Stream danach irgendwie 13 Stunden gepennt habe.
Und das war wahrscheinlich viel zu viel. Ja. Ohne was zu trinken, ohne alles. Und ja. Ja, irgendwie sowas. Und ich denke mal, also ich bin direkt mit übelsten Kopfschmerzen aufgewacht. Hatte leider kein Schmerzmittel hier. Dann bin ich mit Motorrad in den Nachbarort gefahren zu einer Notfallapotheke. Und ich glaube, das war dann auch noch der letzte Nagel im Grabstein. Oder im Sarg. Und ja... Okay, wir haben hier ein Lager. Okay, nice. So. Ich habe Kaffee getrunken, das ging, aber ich glaube, das war einfach so eine Kombination aus, ich habe noch zusätzlich irgendwas getrunken oder gegessen, was nicht das Intelligenteste war zu dem Zeitpunkt. Und ja, denke einfach, ich hab's dann verkackt. Ich hatte dann noch was gegessen und das ging auch noch und dann bin ich Motorrad gefahren und ich glaube, dass ich dann noch Motorrad gefahren bin, war nicht so gut. Das hat ordentlich den Magen durchgerüttelt. Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube eher, dass ich irgendwie zu viel dann getrunken habe oder so. Okay, ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, das waren an sich, ich muss dazu sagen, das waren keine dollen Kopfschmerzen, ne? Sondern einfach Kopfschmerzen. Nichts Wildes, nichts Schlimmes. Ja.
Was sind hungrige Smolker? Komische Hasen. Ja. Okay. Ja, ich würde mal eben fix auf Klo laufen. Also, bis gleich.
Hallo. So. Okay, Smolka verlassen das Dorf. Gucken wir mal, ob wir den Brunnen herstellen können. Oh, vielleicht, hallo, X-Jana? Das kriegen wir geregelt. Gina, hi. Dann machen wir das so.
Aber hast recht, die Map wäre sinnvoll zu sehen. Ja, ich habe letztens erst frisch damit angefangen. Ja. Sag mir bitte nicht, dass es irgendwelche Riesenwellen oder sowas gibt. Oh Manni, spielst du auch Asuka? Ah, okay, ja. Erstmal das Game kennenlernen und dann. Also, ich erstmal so spielen, wie ich Bock hab, und dann gucke ich weiter. Ah, Planet Crafter. Okay. Cool. Wie, bei welchem Tag bist du schon, Gina? Okay, cool. Also habt ihr schon ein richtiges Dorf und allen drum und dran. Oder es ist eher eine Stadt. Okay, Blutmond. Und Manni, ich habe vergessen, dass du Planet Crafter spielst. Ja. Willkommen zurück, Zuschauer.
Nicht, dass ich wüsste. Ja, genau. Also, ich glaube, später kannst du auch einfach an einer Pfütze selbst trinken, wenn du den Filter drin hast. Oh, ja. Du kannst auch einen Wassersammler bauen. Da landen automatisch diese Flaschen drinne. Also Wassersammler ist sehr easy. Ja, der ist am Anfang erstmal langsamer, dann wird's. Und Mani spielt.
So. Bis später, Lala. Planet Crafter 115 Stunden, ja, das hatten wir, glaube ich, das letzte Mal schon geguckt. Okay, ich spiele immer so ein, zwei Spiele, aber keine 349. Ich spiele maximal irgendwie ein bis zwei Spiele. Oh, Astronia ist auch nice. Ich tue gerade die Solo zum Kern bohren, aber erst nach dem ist okay. Oh.
Oh, ich könnte mal eben gucken. So. Wir brauchen noch ein... Steinspitzhacke. So. So.
Okay, wie kriege ich denn Nahrung? Und wieder zurück. Und dann wollen wir den Sammler fertig bauen. Ja. Oh Gott. Ja, mal gucken, ob der noch arbeiten wird oder nicht.
Ja. So. Ich glaube, ich stelle mal Feuerholz her. Oh, ein Stock. Oha. Also ich kann ja nur froh sein, dass es hier keine BG in diesem Land gibt. Außer vielleicht irgendwelche Wisp, die hier rumfliegen.
Was? Koop? Welches... So, ich muss da jetzt gerade mal durchsteigen. In Norwegen will ich nicht ausgesetzt werden. Ich glaube, das kann ich aktuell noch nicht, aber wäre eigentlich auch mal eine coole Idee. Nee, dann ist sie bevölkert. ja, in Asgard und in Planet Crafter gibt es Koop. Ich glaube, ich habe mit Einsamkeit so das geringere Problem. Das ist ganz gut. Da ist es egal, wie viel ich mir dann merke. Und was meinst du mit der BG ändern? Willst du hier einfallen und mir hier Arbeitssicherheitsmaßnahmen aufquatschen? Wäre eine Maßnahme. Aber ich glaube, man sollte nicht noch ein drittes Spiel anfangen. Und wenn ich mir überlege, Dienstag Once Human und dann vielleicht noch nebenbei Planet Crafter, das wird ganz schön viel. Jeden Abend ein anderes Spiel, alter Schwede. Ich brauche noch ein bisschen Jotunblatt. Ja. Aber ich glaube ernsthaft, da werde ich nicht überleben. Ich habe zwar viele Survival-Spiele gespielt, aber ich glaube nicht, dass die einen qualifizieren für irgendwie sowas.
Ja. Ein Experiment von 3 Tagen oder so. Danach, oder einem Tag, dann gehe ich da schon mit einer Lebensmittelvergiftung raus oder so. Na super. So, Asa ist uns beigetreten. Okay. Zwei Holzstämme. Wir können aber als Ausgleich dafür Seven vs. Wild gucken. Dann kriegst du dasselbe Feeling hoffentlich. Okay.
Hä? Okay, da steige ich nicht. Ja, irgendwie sowas. Aber 3 Wochen Livestream ist auch krass. Willkommen zurück, Lala. Alter, das wird krass. Money ist zocken. Oder das. Wäre eigentlich auch ganz cool. Einmal ein bisschen Valheim in real life. Manni hat auch erst vor ein paar Tagen mit Planet Crafter angefangen. Ja. Ich fand's geil, als es. Oh Gott, Hilfe. Als es rüber gewechselt ist zu den Drohnen. Wenn du die dann richtig im Einsatz hast. Das fand ich mega cool.
Kann ich die jetzt schon pflanzen? Nee, Oha. Was zur Hölle? Wieso ist denn das so riesig? Ich glaube, jetzt weiß ich, was Gina gemeint hat mit, dass man später dann Probleme bekommt. Vermutlich eher so Platzprobleme. Ja, ich habe Astroneers. Auch eine ganze Zeit lang gespielt. Nee. Ich glaube, als ich das gespielt habe, gab's das noch nicht. Spawn die neu. Nee. Let me have a look. Vor 6 Jahren.
glaube, ich habe die Beta oder Early Access gespielt. Da gab es auch noch keine Errungenschaften. Oh, was ist das? Ja, genau, 2018. Ja. Nice. Ja, das wäre wahrscheinlich auch nochmal ein Spiel, was man sich mal wieder angucken könnte. Vor allem nach der langen Zeit. Nee, ich will nicht gegen dich kämpfen. Okay. Das habe ich zumindest schon mal in einem YouTube-Video gesehen, das mit dem Kern. Und ich glaube, bei mir gab es nur einen normalen Anhänger, nicht was mit einem Bohrer vorne dran und. Ja. Ist ja krass.
So. Ja, okay. Ein Mond? Ach ja, du kannst ja jetzt mittlerweile zwischen Planeten hin und her fliegen. Okay, krass. So, ich... Yay, 6 Tage überlebt.
So. Wahrscheinlich nur von, nee, alles gut. Nur von YouTube-Videos wahrscheinlich. Oh. Okay, ist der Zug einfach das, dass du mehrere Fahrzeuge aneinander rein kannst, oder ist das das anderes? Ah, okay.
Okay. Mal gucken, ob wie das Ganze hier weitergeht. Ey, das ist irgendwie ein bisschen.
So, mal gucken, was das Lager macht. Wow. Nö. Thank you.
So.
So, geht's hier mal weiter. Ja, irgendwie schon, oder? Ich dachte, ich kann hier lag... Oder muss ich erst ein Dach bauen? Ich versteh's nicht. Das sollte eigentlich eine Lagerhalle sein. Ah, wahrscheinlich kann ich das noch nicht bauen, oder? Oh, doch. Ah, guck mal.
Hä? Also ich denke mal, dass die Lager da ganz nützlich sein werden auf Dauer. Ja. Also irgendwie ein bisschen habe ich das Gefühl, das würde zu zweit mehr Spaß machen. Ja. Irgendwie, ja. Also. Ich glaube, da würde ich dann doch eher Valheim spielen. Aber. Nice. What?
So. Nice. Oh. So. Okay. Okay, Steine, 10 Stück.
Ich wollte zumindest mal gucken noch, wie das mit dem Jagen ist. Oh. Das machen wir nicht. Okay. Ja, hau raus. Billiarden? Hätte ich jetzt gesagt. Wow, zieht das wenig. Boah, das ist ja jetzt schon nervig. Okay, die werden immer langsamer, je... Toll, jetzt kann ich das nicht abfrühstücken. Nee. Also, da bist du auf dem falschen Dampfer. Ich glaube nicht, dass Deutschland 216 Milliarden Euro für Arbeitslosengeld ausgibt. AG2 Ausgaben 2023. So. Also es sind irgendwas bei 30 oder 40 Milliarden. Und du meinst eher Bürgergeld.
Ah, 15 Jahren. Ja. Das Ding mit den sozialen Verantwortlichkeiten, die man als Land machen möchte. Und das finde ich an sich auch in Ordnung. Ja, ich gehe auch davon aus. Ja, also ich finde das gut, den Leuten damit dann wieder auf die Beine zu helfen oder auch so Sachen zu machen wie wie heißt es gleich noch? Unterstützende Maßnahmen, Berufsbildungsmaßnahmen und. So. Ha. Irgendwie habe ich das Gefühl, Asuka braucht noch ein bisschen Balancing. Und ein bisschen weniger Grind habe ich das Gefühl aktuell. Und ich habe eher das Gefühl, dass das eher für mehrere Leute ausgelegt ist. Genau, also das würde ich jetzt sagen zu Asuka. Ich glaube, ich wechsle jetzt noch in Valheim rein. Also ich habe Bock auf ein Wikinger-Spiel und glaube, Valheim wäre da eine sehr gute Idee. So, genau, mache ich jetzt auch. Ich muss es nur eben noch runterladen. Ja, also die Grundidee finde ich auch super. Also das macht auch Laune. Ich glaube nur aktuell, vielleicht kann man ja an den Einstellungen was ändern. Das wäre noch was Nices, dass das Spiel an sich gleich bleibt, aber du die Einstellungen runterstufen kannst irgendwie ein bisschen. Ja, viel Liebe drin auf jeden Fall. Aber sonst hätte ich gesagt, ist das an sich bis jetzt spaßig. Und ja, mit Hartz IV haben sie wirklich so einen Lohndumping-Sektor geschaffen. Also ich finde Hartz IV an sich der Grundgedanke gut, die Umsetzung schlecht. Das gleiche finde ich aber auch bei Bürgergeld. Der Grundgedanke ist gut, die Umsetzung ist zum Teil relativ schlecht.
Ja. Also die Wirtschaft hat definitiv davon profitiert. Keine Frage. So, Valheim. Seeds. Ja, 23 Milliarden für Bürgergeld ist doch in Ordnung. Ja, aber das finde ich immer noch besser als 17 Milliarden Euro für die Autobauer. Also, da kannst du überall ein Fass mit aufmachen. Das ist... Oh, ach so. Dream. Ja, genau, also. Gehen wir von einem Mittelwert von aus mal. Blue Death. Also ja, ich find's immer noch besser, wenn die Sachen in einen sozialen Faktor integriert werden, als in irgendwas anderes. Skin. Oh. Das sieht auch nice aus. Poopskin können wir uns erstmal merken.
Ja, also da oder dass man keine Ahnung wie viel Milliarden oder Millionen Euro in Beratungsfirmen ausgibt, die irgendwie dem Onkel des Bruders gehören oder des Schwagers und solche Scherze. Also da kann man ja wirklich ganz tiefes Rabbit Hole aufmachen. Das Count. Oh. Heute haben wir den 2024-07-15. Oh, ich glaube, Poopscan sah am besten bis jetzt aus. Hier Haldur, hier Haldir. Dann könnten wir hier... Okay, dann machen wir mal ein paar random Sachen. Ist ja noch schlimmer. Der sieht gar nicht übel aus. Näher von einem Wald. Hier könnte man bauen. Hier raus. Meadow, Black Forest, Plains, Swamp.
Also bis jetzt mangelt's mir noch an coolen Seeds. Alter Schwede. So. Kann es sein, dass das nicht funktioniert, weil ich da im Hintergrund vielleicht noch irgendwo Mods drin habe? Oder ich war einfach gerade eben einfach nur zu blöd. Hallo.
Valheim Mods Location. Hä? Ich weiß nicht, warum ich das nicht starten kann. Fassen wir jetzt einfach mal nichts an. Nebenbei google ich mal auf dem Handy. Ah, der hat nur ewig gebraut. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ja.
Ey. Hallo Hugin. Ich bin Hugin und ich wurde in diesen Ort gesendet, um dich zu führen. Die dich umgebende Megalithen sind Opfersteine. Sie repräsentieren all die Wächter, die du bezwingen musst, um dich Valhallas würdig zu erweisen. Lesen. So. Der Stein ist ein Wegvisier. Die magischen Steine wurden durch Odin über die Ländereien verschränkt, um als Markierung für den Ritualboden von Wächtern zu fungieren. Wenn dieser Stein hier genau untersucht wird, gibt er der Beschwörungsort von Aikir. Preise deine erste Beute. Da diese Bestie überaus mächtig ist, solltest du dich zunächst entsprechend bewaffnen, bevor du auch nur dran denkst, dich hier ihr zu stellen. Okay. So. Was ist denn dein? Die meisten Gegenstände müssen hergestellt werden. Da du Midgard allerdings kürzlich verlassen hast, musst du dich an die wahre Form von Gegenständen zunächst erneut erinnern. Hebe einfach alles auf, was du findest, und es fällt dir schon wieder ein. Mein kleiner Bruder Munin sagte mir, dass ich mit Hilfe von Holz und Stein eine Streitenaxt herstellen lässt. So. Ein leckeres Häppchen. Du hast etwas zu essen. Verzehre es, um deine Gesundheit und Ausdauer wiederherzustellen. Bedenke, dass es nicht lange dauern wird, bis du hungrig wirst. Daher solltest du immer einige Nahrungsmittel mit dir herumtragen. Jo.
Oh Gott. Oh, eine Truhe. Nice. So, ich will jetzt zu dem Standort laufen, wo ich bauen will. Okay, das ist der Black Forest. Kupfer.
Oh. Okay. So. Und hier muss ich gerade durch, glaube ich. Ja. Ich habe hier auf dem rechten Bildschirm die Map offen. Jo, mach ich nicht. Kein Problem. So. Thank you.
Oh. Ah. Dankeschön, wünsche ich dir auch und gute Nacht. Und schlaf gut und danke fürs Dabeisein. Verdammt. Okay, meine Fertigkeiten werden ein wenig zurückgesetzt. Ah. Ha, das dauert mal wieder. Ja, ich weiß, dass ich zitter. War fast wieder zu Hause.
Ah. So, endlich wieder zu Hause und ich glaube, das Erste, was wir bauen sollten, ist ein Hammer und ein Bett. So läuft denn hier so ein Terrortrupp rum? Alter. Ich will nicht noch mal sterben. Alter. Wie lange laufen die einem eigentlich hinterher?
Wie lange lauft die einem eigentlich hinterher? Oh, ist das scheiße. Ist das nervig. Okay. Da machen wir dann die Tage weiter. Also heute auf jeden Fall nicht mehr. Ich bin dafür, glaube ich, nicht mehr zu haben. Also versuchen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir zocken, erstmal hier hinzulaufen und unsere Sachen zu holen und dann fangen wir hier an zu bauen. Ich weiß nicht, ob ich hier zu nah an... Ja, ich glaube, ich habe da zu nah an der Grenze gebaut. Ich sollte, glaube ich, eher hier so bauen. Oder hier oben. Irgendwie hier so. Und dass ich dann einen Weg runterführe. Muss ich mal gucken, wie ich das genau mache. Aber ja, ich würde sagen, für heute war es das auf jeden Fall für mich erstmal. Ich danke fürs Zuschauen. Und ich wünsche eine gute Nacht und schlaf gut. Und ja, morgen dann mit Manni zusammen. Wie heißt es gleich noch? Zocken wir Once Human eine Zeit lang und auf jeden Fall mit dann noch vorher, wie heißt das, Medieval Dynasty, einmal noch gucken, wie die Quests und so weiter abgehen. Da kam ja noch was am Ende des letzten Streams und dann ja, wünsche ich einen schönen Abend, eine gute Nacht. Schlaft gut und dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Und ja, hauen Sie rein. Gute Nacht. Danke fürs dabei sein und tschüss und auf Wiedersehen. Ciao. Ah, warte, noch nicht ciao. Wir können mal eben gucken, ob wir jemanden raiden können. Ja. Raiden wir hier rein. Ah. Raiden wir da nicht rein, weil der hat Streamende. Raiden wir hier rein. Ja. Das sieht gut aus. Also, ich wünsche euch eine gute Nacht, schönen Abend euch und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!